Hollywood trauert um Billy Wilder. Der Regisseur und Drehbuchautor ist gestern im Alter von 95 Jahren in seinem Haus in Beverly Hills gestorben. Der mehrfache Oscar-Preisträger galt als Meister des schwarzen Humors. Marilyns gekühlte Knöchel im weißen Kleid. Seine wohl bekannteste Szene im Film Das verflixte siebte Jahr in den Kinos 1955. Geschrieben und produziert hat Wilder rund 50 Filme, in denen er meist auch Regie führte. Komödien, Dramen, Romanzen und Krimis. Dieses Duo kam erst durch ihn zu Weltruhm. Nicht bei allen beliebt, aber berüchtigt war er für geistreich suffisante Dialoge in den 50er und 60ern mit Annäherung an so manches Tabu. Was machen wir denn nach dem Essen, lässt er Jack Lemmon fragen. Geschirr abwaschen, ist die Antwort Shirley MacLaines. Ich meine, danach, insistiert er. Naja, sie müssen ja nicht. Für den Film Das Apartment bekam Wilder gleich 3 Oscars, zum ersten Mal in der Geschichte Hollywoods. Angefangen hat er als Polizeireporter in Wien und Berlin. Vor den Nazis floh er 1933, ein Jahr später kam er in die USA. In Hollywood begann seine Karriere als Drehbuchautor. Ladies and Gentlemen, Billy Wilder. 20 Mal wurde er für den Oscar nominiert, 6 Mal hat er ihn mit nach Hause genommen. 1986 bekam er ihn für sein Lebenswerk. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sagte er schon damals, dann war es wunderbar. Und so etwas habe ich nie erwartet. Seine Glanzzeit war allerdings schon länger vorüber. In den letzten 21 Jahren hatte er keinen Film mehr produziert. Sein Tod ist das Ende einer Ära. Er war der letzte europäische Emigrant unter den großen Filmemachern Hollywoods. Anlässlich des Todes von Billy Wilder zeigt das Erste morgen um 22.20 Uhr seinen Film Das Mädchen Irma Ladus. Eine Ariane-Trägerrakete hat vom Weltraumbahnhof Französisch-Guyana einen europäischen und einen japanischen Satelliten in den Weltraum gebracht. Die beiden Satelliten wurden in der vergangenen Nacht, eine knappe halbe Stunde nach dem Start, im All ausgesetzt. Der europäische Satellit soll Fernsehbilder und Breitbanddienstleistungen für den deutschsprachigen Raum anbieten. Es war der mittlerweile 110. Start einer Ariane-4-Rakete.